Im Advent. Herzlich willkommen zu unserem Adventskonzert. Wir freuen uns riesig, dass wir in diesem Jahr endlich wieder die Möglichkeit haben, hier in unserer wunderschönen St. Laurentiuskirche zusammenzukommen. Ich wurde gebeten, mich kurz zu fassen. Ja, ihr kennt mich, das fällt mir echt schwer. Aber heute soll ja die Musik im Vordergrund stehen. Also halte ich mich wirklich zurück. Ihr müsst uns in diesem Jahr ganz besonders unterstützen und das gelingt, glaube ich, gut, weil die Kirche ist sehr voll, was uns wirklich sehr freut. Genießt die Musik, die Atmosphäre und die vorweihnachtliche Stimmung. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß und richtig viel Freude. Thank you.
Thank you.
wir kommen zum Ende unseres Adventskonzertes. Gleich noch die Blaskapelle und dann singen wir alle zusammen noch gemeinsam ein Lied. Und ich darf Gottes Segen auf uns herabrufen, nicht um vorher noch zu sagen, um mich herzlich zu bedanken. Ich freue mich riesig, dass wir so viele musikalische Talente hier in St. Laurentius Neunkirchen haben, dass sich Jung und Alt so einsetzen, alle Altersstufen, und dass Musik so im Vordergrund steht. Musik geht einfach zu Herzen. Ein Chorleiter hat mir mal gesagt, alles, was irgendwie berührt, das ist richtig. Und die Musik, die wir heute hier gehört haben, die hat uns tief und innerlich berührt. Vielen herzlichen Dank allen im Vorder- und Hintergrund, die sich so eingesetzt haben, dass wir so ein wunderschönes Konzert hier haben konnten. Ja, ich darf auch ganz herzliche Grüße von Pastor Törner bestellen. Der hat leider eine dicke Erkältung. Es hat ihn erwischt. Von dieser Stelle aus ganz herzliche Grüße und gute Besserung. Und wir wollen Gottes Segen für uns erbitten, jetzt im Advent, heute der dritte Advent. Es dauert nicht mehr lange, dann ist Weihnachten da. Und so darf ich beginnen mit deinem Gebet. Guter Gott, in der Erwartung deiner Menschwerdung stellen wir uns heute an diesem dritten Advent, an diesem Sonntag, unter deinen Segen. Sei du bei uns in den Momenten tiefster Dunkelheit, dann, wenn wir uns verlassen und einsam fühlen. Schenk uns Licht und Heilung, wo Verletzungen unser Leben bestimmen. Und sei du bei uns auch in den Augenblicken, in denen unser Leben von Licht durchflutet ist, in den Zeiten von Freude und Ausgelassenheit. Segne unseren Weg durch den Advent, indem wir uns vorbereiten auf die Ankunft Jesu, dass er unsere Herzen und unser Leben mit Licht erfüllt. Und so segne und büte euch und alle, mit denen wir verbunden sind, der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Tausend Dank.
in der es wieder ein Adventskonzert geben kann. Danke an euch alle, ihr wart wirklich ein tolles Publikum. Vielen lieben Dank an euch. Neben einem tollen Publikum braucht ein gutes Konzert auch Menschen, die unermüdlich Einsatz zeigen, um Leute immer wieder zum Singen zu bewegen. Unser Dank gilt also ganz besonders den jeweiligen Leitungen der Chöre. Das sind, als erstes fangen wir an mit Dorothea Gedig, ich habe sie ganz in der Ecke gesehen, die Leiterin des Kirchenchors Cecilia. Johanna Maria Weglage, die Leiterin von Just Gospel. Peter Stückemann. Peter, wo bist du? Peter Stückemann, der Leiter der Blaskapelle. Und was mich wirklich ganz besonders freut, ist, dass wir wieder einen Kinderchor haben, ganz neu und so toll besetzt. Ihr habt das richtig super gemacht. Vielen Dank. Die Leitung des Kinderchores haben inne Sabine Linz, die auch leider heute krank ist, und Johanna Maria Weglage. Super unterstützt heute von Claudia Firma. Ganz wichtig für so ein Konzert ist auch immer das passende Ambiente, so wie wir es hier haben. Die Beleuchtung, der Sound, die ganze Technik. Und darum bedanken wir uns herzlich bei Ulf Diekmann. Außerdem natürlich hier an unser Küsterteam rund um Margret Moos. Ne? Das habt ihr auch ganz lieb gemacht. Dankeschön. Und in diesem Jahr zum ersten Mal dabei, und ich hoffe, es hat Ihnen wirklich richtig gut gefallen, Pfarrer Bischof. Dankeschön. So, im Namen aller Teilnehmenden möchte ich Ihnen und euch allen noch eine wunderschöne Adventszeit wünschen, eine tolle Weihnachtszeit. Wir hoffen, dass wir mit diesem Konzert ein bisschen dazu beitragen konnten. Und auch ihr alle könnt dazu beitragen, dass Menschen, denen es nicht ganz so gut geht, eine tolle und schöne Zeit haben. Wir sammeln gleich an den Türen wieder, wie in den letzten Jahren auch, eine großzügige Spende ein, die geht wieder an den Verein Pfiff. Und ja, wir hoffen, dass dadurch Familien und vor allem auch Kinder unterstützt werden, um allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit gewähren zu können. Dankeschön. Ja, und keine Sorge, jetzt höre ich auch wirklich auf. Wirklich. Ganz wirklich. Und es